Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hochsensibel au Ja. Der Podcast für ein Ja zu dir und ein Ja zum Leben. Und dazu habe ich heute ein ganz spannendes Interview mitgebracht mit Christian Dittrich Opitz als Experte für Elektrosensibilität. Ein Thema, was auch viele hochsensible Menschen betrifft, was oft auch in Kombination auftritt. Und Christian bietet uns dafür nicht nur ganz wertvolle Hintergrundinformationen, Verständnisinformationen, sondern auch Lösungen an. Und da uns das Thema alle mehr oder weniger betrifft oder wir mehr oder weniger die Auswirkungen wahrnehmen, es uns aber alle betrifft, freue ich mich sehr, dass ich Christian für dieses Interview gewinnen konnte, weil er nicht nur über ein fundiertes naturwissenschaftliches Wissen verfügt, was er uns hier vermittelt, sondern auch noch den Hintergrund hat, dass er sich gut auskennt mit natürlicher Lebensenergie, und ich finde diese Kombination super, besonders zu diesem Thema. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß und Inspiration, Lösungen und Ideen zum Thema Elektrosensibilität und Elektrosmog. Ich begrüße heute ganz herzlich Christian Dittrich Opitz zum Interview als Experte für alle möglichen Fragen rund um Gesundheit und Elektrosensibilität. Hallo Christian. Hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ja, ich freue mich sehr, weil du einfach uns ganz viel Wissen heute vermitteln kannst und uns auch Tipps geben kannst, wie man darauf reagieren kann, wenn man so Probleme hat mit Elektrosensibilität, Elektrosmog. Das haben ja ganz viele auch von den hochsensiblen Menschen. Und als erstes möchte ich dich mal bitten, dich kurz vorzustellen für die Menschen, die dich nicht kennen. Ja, ich habe vor inzwischen 39 Jahren die Diagnose einer bis heute als unheilbar eingestuften deformativen Erkrankung der Wirbelsäule gehabt. Da war ich 13 Jahre alt und war also in Behandlung bei einem Orthopäden, der als Koryphäe auf diesem Gebiet galt und mir keine Möglichkeiten der Heilung in Aussicht stellen konnten. Und zur gleichen Zeit habe ich Kampfkunstunterricht genommen bei einem indonesischen Lehrer, der aus einer Bauernfamilie in Indonesien stammte und kaum Schulbildung hatte und mit Übungen mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, die so erheblich zu einer Besserung meiner Situation beigetragen haben, dass mich das hat aufhorchen und nachdenken lassen. Und es hat wohl dann meinen Weg geprägt. Ich habe also außerhalb der üblichen akademischen Wissenschaft autodidaktisch versucht, Gesundheit und Krankheit so gut wie möglich zu verstehen. Ich bin in vielen traditionellen Systemen an die Wurzel gegangen, in indischen, chinesischen, taoistischen, ayurvedischen, yogischen Systemen, in denen es um den Körper und Lebensenergie geht, und habe auch immer weiter versucht, die moderne Naturwissenschaft zu durchdringen, wirklich fundamentale Prinzipien zu verstehen, die relevant sind für die Qualität unseres Lebens, für unser Verständnis davon, wie sich Leben eigentlich hier organisiert im Körper und in diesen verschiedenen feineren Abstufungen dann von Lebensenergie. Und daraus ist dann irgendwann ein Beruf geworden. Und seit 32 Jahren teile ich das, was ich für mich rausgefunden habe. Ich habe ein paar Bücher geschrieben. Ich unterrichte Kultivierung von Lebensenergie. Es ist mir ein besonders großes Anliegen, sehr wichtiges Thema. Gebe dazu eine Jahresausbildung, einige andere Seminare und habe ein Team von Menschen, ein Netzwerk von Leuten, die in ihren Bereichen sehr kompetent sind, und wir tragen unser Wissen zusammen und schauen, dass wir es immer weiterentwickeln. Und die Essenz daraus, die verwertbaren Ergebnisse daraus, werden dann immer wieder in neuen Formen den Menschen zur Verfügung gestellt. Das ist so das, was ich mache. Danke. Ich finde das ganz, ganz schön, dass du so deinen Schwerpunkt auf das Thema Lebensenergie lenkst und jetzt nicht auf irgendwelche Symptome oder Diagnosen. Und
Ich möchte jetzt mal spezieller auf dieses Thema Elektrosensibilität zu sprechen kommen. Ja, die Elektrosensibilität ist ja einfach die Situation, die einen bestimmten Prozentsatz der Bevölkerung betrifft, dass sie unmittelbar die Auswirkungen von Elektrosmog spüren. Und dieses unmittelbare Spüren ist etwas, was nun dazu führt, dass diese Menschen es in der heutigen Welt immer schwerer haben, weil man Elektrosmog nicht mehr ausweichen kann. Der Elektrosmog an sich, also die elektromagnetischen Felder, die durch technisch erzeugte Elektrizität entstehen, das betrifft alle Menschen gleichermaßen. Elektrosensible Menschen haben kein höheres Risiko, schwer zu erkranken durch Elektrosmog an Krebs oder Ähnlichem. Sie haben nur einfach diese Unmittelbarkeit der Symptome und deswegen sind elektrosensible Menschen einfach auch ein wichtiger Hinweis darauf, dass unsere Gesellschaft in diesem Punkt in eine sehr ungünstige Richtung geht. Denn Elektrosensible spüren einfach schon von Anfang an das, was andere Menschen irgendwann auch zu spüren kriegen. Und um von vornherein eins klarzustellen, ähnlich wie Hochsensibilität allgemein, ist eben auch Elektrosensibilität im Besonderen weder Einbildung, noch ist es ein Krankheitssymptom. Es ist auch kein Zeichen schlechter Gesundheit, sondern es ist vielmehr so, schwerkranke Menschen sind fast nie elektrosensibel. Menschen im sehr hohen Alter auch nicht. Also Palliativpatienten oder über 85-Jährige sind nicht elektrosensibel. Elektrosensibel sind meistens junge und mittelalter Erwachsene. Und selbst bei elektrosensiblen Menschen ist es so, wenn die mal ordentlich krank sind, sinkt ihre Sensibilität. Also ein elektrosensibler Mensch mit starkem Fieber, Grippe, ist dann mal ein bisschen weniger elektrosensibel in der Zeit. Frauen sind dagegen erhöht elektrosensibel in der Schwangerschaft. Ja. Und die Schwangerschaft ist ja für eine Frau gesundheitlich von großem Vorteil. Es ist ja eine Zeit, in der der Körper der Frau besonders resilient und stark ist. Und das finde ich zunächst mal wichtig, weil viele elektrosensible Menschen auch natürlich darunter leiden, dass man ihnen suggeriert, es wäre Einbildung, aber eben auch unter dieser Selbstdiagnose, mit mir stimmt was nicht oder das sei ein Krankheitssymptom. Und sie sind oft frustriert, wenn sie Dinge tun, die gut für die Gesundheit sind, wie gute Ernährung und baubiologisch das Haus sanieren und auf toxische Produkte verzichten und Yoga machen und sonst was. Und es ändert kaum etwas an der Elektrosensibilität. Ja, manchmal ein bisschen, aber häufig eben auch nicht. Und das liegt eben daran, dass Elektrosensibilität kein gesundheitlicher Defekt ist, sondern es gibt eine ganz einfache biologische Basis. Das ist eine biologische Basis, die betrifft Hochsensibilität allgemein und nochmal besonders die Elektrosensibilität. Es gibt in unserem Körper eine Eiweißform, die HAM-Eiweiße, H-E-M geschrieben. Die haben wir in diversen Molekülen wie Hämoglobin, da zeigt sich das schon am Wort. Und die Synthese, die Herstellung dieser HAM-Eiweiße, die wir produzieren, die ist durchaus anfällig für Umwelteinflüsse. Und bei elektrosensiblen Menschen noch stärker als bei anderen. Nun werden aus diesen Häm-Eiweißen dann Substanzen, die der Körper braucht, in verschiedenen Stellen, deren Funktion es ist, besonders sensitiv auf elektromagnetische Felder zu reagieren. Zu dieser Substanzgruppe zählt auch im Pflanzenreich des Hämoglobin, das Chlorophyll, äquivalent dazu bei uns das Hämoglobin. Chlorophyll hat ja die Aufgabe, Sonnenlicht, also elektromagnetische Wellen, aufzunehmen, zu bündeln und zu nutzen. Daran erkennen wir schon, was diese Gruppe an Molekülen kann und dass es selbstverständlich dann so ist, dass dieses Vermögen, elektromagnetische Felder aufzunehmen und in etwas umzusetzen, eine biologisch sinnvolle Funktion, natürlich mit sich bringt, dass diese Moleküle auch besonders empfindlich sind auf elektromagnetische Felder, die nicht aus der Natur stammen und die eventuell ungünstig wirken. Und nun ist Folgendes interessant. Bei Leuten, die sich mit Gesundheit beschäftigen heutzutage, da findet man ja ein riesiges Wissen
zum Beispiel über Ernährung. Da weiß heute jeder, was Omega-3-Fettsäuren sind und was ein glykämischer Index ist und was eine Ketose ist und. Na, wissen Leute ganz, ganz viel. Aber wer hat schon von Porphyrinen gehört? Hm, ja. Genau, also Leute, die nicht Medizin studiert haben, im Allgemeinen nicht. Ja, Ärzte und Biologen, die wissen noch, was das ist. Porphyrine sind vielleicht die wichtigste Molekülgruppe in biologischem Leben. Zu denen zählen eben auch diese Hämhaltigen, wie Chlorophyll, wie Hämoglobin, wie die Moleküle in unseren Mitochondrien, die unseren Energiestoffwechsel ermöglichen, die Zytochrome. Das sind alles Porphyrine. Auch das Myelin in unserem Gehirn, das die Neuronen ummantelt, besteht zum größten Teil aus Porphyrinen. Porphyrine sind diese Moleküle, die besonders sensibel für elektromagnetische Felder sind. Und ein Teil der Synthese im Körper besteht aus dieser Häm-Synthese. Und beides, sowohl diese Synthese wie auch diese Moleküle selber, sind anfällig. Was heißt anfällig? Sind sensibel für elektromagnetische Felder. Unter natürlichen Lebensbedingungen ist das ein Vorteil. Leute, die heute elektrosensibel sind, die hatten vor 300-400 Jahren den Vorteil, dass sie zum Beispiel auch wetterfühlig waren, dass sie Veränderungen im Wetter leichter gespürt haben, dass sie die Vorstufen zu einem Erdbeben leichter gefühlt haben, weil sich das elektromagnetisch ankündigt, oder anderen Dingen in der Umwelt. Also unter Naturbedingungen ist diese Hochsensibilität ein Vorteil. Und erst in einer toxischen Umwelt ist es ein Problem geworden. Das gilt bei den Elektrosensiblen für den Elektrosmog. Das gilt bei den Hochsensiblen für den ganzen Wahnsinn, der heute auf uns einstürzt, wie zum Beispiel diese mentale und visuelle Reizüberflutung im digitalen Zeitalter. Und einfach ein Leben mit viel zu viel Reizen und viel zu viel reizarmen Zeiten. Ja? Das ist für hochsensible Menschen heute ein Problem. Aber das Problem ist nicht die Hochsensibilität. Das Problem ist, dass wir eine Umwelt geschaffen haben, die einfach hochgradig toxisch ist. Und dann führt es zu Symptomen. Aber da möchte ich also zunächst mal ganz stark dafür plädieren, dass man die Hochsensibilität hier nicht in diese Ecke stellt von mit den Leuten stimmt was nicht, sondern diese Menschen zeigen ihrem Körper auf, mit unserer Welt stimmt was nicht. Ja, das ist total schön zusammengefasst. Und das ist auch meine Wahrnehmung, ja. Ich habe das Glück gehabt, dass ich immer schon bestimmte Aspekte auch dieser Sensibilität total genossen habe und immer schon dachte, da stimmt was, oder immer wieder dachte, da stimmt auch was im Außen nicht. Ich finde das jetzt nochmal, wo du das beschreibst, klarer, weil ich habe das immer verglichen. Ich hatte eine ganz große Sensibilität mit meinem Hören. Es ist mir alles immer zu laut, war ganz schnell. Und ich habe aber Mechanismen und Strategien gefunden, auch mich dem zu entziehen. Das kann man bei einer Elektrosensibilität natürlich viel schwieriger, ja, weil die ist ja permanent überall vorhanden. Und ich habe normalerweise wenig Auswirkungen. Ich leide da nicht drunter, aber ich habe jetzt vor einiger Zeit geschlafen in einem Raum oder ich habe versucht zu schlafen in einem Raum, wo zwei WLAN-Router standen. Da war ich eingeladen bei jemandem und dann kam ich schon da in den Raum rein und habe gedacht, hier ist der WLAN-Router, das finde ich jetzt nicht so gut. Und dann kam am nächsten Tag kam noch ein zweiter dazu und das ging dann auch nicht mehr. Also das war dann wirklich zu heftig. Also so einer Situation könnte ich mich ja dann entziehen, aber wenn so viel elektromagnetische Strahlung jetzt dazugekommen ist in unserer Umwelt und die Menschen sind dafür so super sensibel, dann geht es irgendwann nicht mehr? Ja, zum einen ist es nicht mehr möglich, sich dem wirklich zu entziehen. Das fängt schon damit an, dass durch technische Elektrizität permanent diese ELFs, die Extreme Low Frequencies, also die ganz niederfrequenten Strahlung, durch die Erde gehen. Und wir schon deswegen keine ganz natürliche, intakte Erde mehr haben, was die Elektromagnetik betrifft. Und wie soll man sich dem alleine schon entziehen? Selbst wenn ich in den Schwarzwald, in das letzte Funkloch in Deutschland ziehe und da in einem Aluminium ummantelten Wohnwagen bin, die ELFs sind in der Erde. Punkt. Und die werden auch immer stärker. Dazu haben wir Satelliten, die die Erde umhüllen in ein Meer von elektromagnetischen Wellen. Und alles Weitere, was dazu kommt, davon abgesehen,
habe ich eben auch folgende Beobachtung gemacht. Elektrosensible Menschen haben aufgrund ihrer Symptome ja manchmal auch diesen Weg gewählt, gut, dann reduziere ich, was ich reduzieren kann und schirme mich ab. Und dann gibt es dann Graphitfarbe für die Wände und es gibt Baldachine für den Schlafplatz und die Netzfreischalter und alles ausschalten nachts und möglichst keinen WLAN-Router haben und das Handy so wenig wie möglich benutzen. Was dann passiert mit diesen Leuten, sind zwei Dinge auf Dauer. Erstens, in ihrem abgeschirmten Feld zu Hause, wo sie dann vielleicht wirklich konsequent alles dicht machen, mit Graphitfarbe und so weiter, geht das in einem gewissen Ausmaß. Wenn sie dann wieder raus müssen in die Welt, dann sind sie umso sensibler. Dann kann eine Autofahrt wirklich schon verheerend sein. Denn die Elektrosensibilität an sich bleibt ja und dieser Wechsel von ganz, ganz wenig stark reduzierter Belastung und dann wieder die brachiale Gewalt dieser Belastung draußen in der Welt führt dann dazu, dass die Beteiligung am Leben immer eingeschränkter wird. Ich hatte vor einigen Jahren ein Seminar in Zürich und da wollte eine elektrosensible Frau teilnehmen. Gerade wegen ihrer Elektrosensibilität wollte sie etwas machen für ihre Lebensenergie. Da ging es um Lebensenergiesystem, TUMO. Nur die ist halt nach einer Stunde abgereist, weil Zürich, das ging nicht. Sie konnte es nicht aushalten. Die lebte halt sehr zurückgezogen im Berner Oberland, weit, weit weg von Menschen, in einer Holzhütte. So und rundum alles Zirbenholz und abgeschirmt und Baldachin und sonst was. Die Frau war nicht mehr in der Lage, am normalen Leben teilzunehmen. Und dann, kannte ich einen Vater, der hat sich abgeschirmt und dann war es eine wirkliche Herausforderung für ihn, Auto zu fahren. Und wenn man dann kleine Kinder hat, die wollen ja auch mal wohin gefahren werden. Und dann will die Familie vielleicht mal einen Urlaub. Wie macht man das dann? Das ist der eine Punkt, dass also diese Beteiligung am Leben immer schlechter möglich wird. Und das andere ist, es ist ja auch eine Selbstsuggestion von diese überwältigend mächtigen Umstände, sind so stark, dass ich mich immer mehr zurückziehen muss. Und wie wir uns verhalten, das ist eine so starke Autosuggestion und das ist oft eine sehr viel stärkere Autosuggestion als irgendwelche Affirmationen oder Dinge, die wir uns sagen können. Es gab einen Professor für Psychologie, das war interessanterweise der erste Professor, den es in der akademischen Disziplin der Psychologie überhaupt gab. Das war William James an der Universität Harvard. Und der hat 1884 etwas sehr Revolutionäres gesagt. Harvard liegt in Massachusetts, da gab es damals noch viele Bären. Und er hat gesagt, wir laufen nicht vor einem Bären weg, weil wir Angst haben. Wir haben Angst, weil wir weglaufen. Und was er meinte, ist Folgendes. Und das hat sich inzwischen als komplett zutreffend bewahrheitet. Die Verhaltenspsychologie untersucht das seit den 1960er Jahren. Wenn wir einen Bären sehen, dann haben wir vielleicht einen Fluchtreflex. Und das setzt der Körper dann um. Aber ein Reflex, da spürt man auch keine Emotion, das geht viel zu schnell. Einen Moment später wertet dann ein Teil des Gehirns aus, ich laufe weg, das muss wohl bedeuten, ich habe Angst. Und dann haben wir Angst. Und es gibt eben ganz, ganz viele Nachweise dafür, dass wie ich mich verhalte, körperlich, dass mir das unglaublich viel im Laufe der Zeit gestaltet, wie ich die Welt erlebe. Also allein schon diese vielen Experimente, die man gemacht hat, jetzt nehmen wir mal dieses Altenheim-Experiment. Ja, da hast du 85-Jährige, denen es wirklich nicht gut geht im Altenheim, so körperlich total im Abbau. Und dann gestaltest du ihnen ein Heim, wo alles Mögliche präsent ist aus ihrer Zeit, als sie 60 Jahre alt waren. Fotos von sich selber und die Musik, die sie damals gehört haben und Tapeten, egal, also irgendwas, ja, aus der Zeit. Und whoops, siehe da, die Leute verjüngen sich, unglaublich. Die brauchen den Rollator nicht mehr und die Senilität wird viel besser und die werden wieder viel aktiver und dieser Dämmerzustand, in dem alte Leute oft sind, der wird viel geringer. Warum? Naja, sie werden umgeben einfach mit Dingen, die gekoppelt sind mit Verhaltensweisen, die sie früher mal hatten. Also kommen diese Verhaltensweisen zurück. Und die Wahrnehmung von der Welt folgt. Oder
war einer vergleichenden Studie an der Universität Heidelberg, als es um verschiedene singuläre Therapiemethoden bei Depressionen geht. Also nach dem Motto, wenn ich nur eine Sache mache bei Depressionen, was ist am effektivsten? Und er hat mit großem Abstand die Tanztherapie bekommen. Und das ist sehr einfach zu erklären. Depressive Menschen tanzen nicht und tanzende Menschen, das ist nicht vereinbar. Das Verhalten von Tanz und Depression geht nicht zusammen. Und wenn man genug tanzt, dann hat die Depression einfach keine Realitätsgrundlage mehr. So, also nur so ein paar Beispiele dafür. So, wenn ich mich jetzt dauernd abschirme vor einem Schadfaktor, ist die Autosuggestion die, dieser Schadfaktor ist einfach übermächtig. Ja. Und natürlich ist es ein sehr starker Faktor. Und es ist nicht damit getan, sich zu sagen, das schadet mir nicht. Das genügt nicht. Ich kann auch nicht Zyankali trinken und sagen, schadet mir nicht. Also wer das kann, da großen Respekt. Und großen wenn jemand mir zeigen kann, wie das geht, möchte ich es gerne lernen. Aber bislang habe ich das nicht erlebt. Ja. Und Elektrosmog ist einfach ein extrem starker Faktor auf unser Leben. Wenn Leute denken, kann doch nicht so schwerwiegend sein oder na, man kann doch mit dem Handy telefonieren und lebt hinterher immer noch. Wo ist das Problem? Nun, alles in unserem Körper, unser gesamter Stoffwechsel, unsere Ernährung, die Aufnahme von Luft, von Sonnenlicht, unsere Anbindung ans Erdmagnetfeld, das ist alles Elektromagnetik und Elektrizität. Einer der größten Biochemiker der Medizingeschichte war Albert St. George. Er hat zuerst das Vitamin C entdeckt, dann hat er den menschlichen Energiestoffwechsel entdeckt, den Zitronensäurezyklus, wie wir Energie produzieren, und dann hat er noch die ganze biologische Funktion von Muskeln entdeckt. Er hat den Nobelpreis bekommen für zwei seiner Entdeckungen. Ein überragender Biochemiker. Und aufgrund seiner Erforschung der Biochemie in der Medizin hat er gesagt, Bioelektrizität ist die Essenz des Lebens. Denn er hat gesehen, dass man mit Biochemie, was ja der ganz große Schwerpunkt der Medizin ist, Stoffwechsel zu erklären, Physiologie zu erklären, dass man damit eigentlich nichts erklären kann, weil man nicht erklären kann, warum, wie er gesagt hat, dumme Moleküle wissen, was sie zu tun haben. Das kann man nicht erklären. Nee, das kann man nicht erklären. Und das, was eben Moleküle organisiert, ist immer Elektrizität. Ne? Nehmen wir mal unser Herz. Was ist ein EKG? Das ist die Bestandsaufnahme aller elektrischer Aktivität des Herzens. Ja? Was ist ein Herzschrittmacher? Das ist ein elektrischer Impulsgeber, erfunden von einem Elektrotechniker. Wilson Greatbatch, der den Herzschrittmacher erfunden hat, hat vorher Flugzeuge repariert als Elektrotechniker. Der hat keine Medizinausbildung. Der kam auf die Idee, Herzblock, wie man das damals nannte, als elektrische Signalstörung zu verstehen. Was ist ein Defibrillator? Das ist ein sehr starker elektrischer Impulsgeber. Und da sind wir nur beim Herzen. Was ist ein EEG? Das ist eine elektromagnetische Schwingungsdiagnose des Gehirns. Was ist ein MRT? Das ist ein Gerät, was elektromagnetische Signale auswertet. So. Jetzt sind wir schon ganz schön tief eingetaucht, ja, in dieses Fachvokabular. Aber was mir jetzt dabei als Information noch so dazwischen den Zeilen angekommen ist bei mir, dass ja letztendlich die Elektrizität auch was Positives ist, was wir brauchen für unseren Körper, und dass trotzdem Menschen einfach davon mehr oder weniger belastet sind, wenn die im Außen auf eine unnatürliche Weise noch hinzukommen. Ja, der Unterschied, also zunächst mal, wir brauchen Elektrizität nicht nur, wir sind körperlich Gleichstrombatterien, wir sind bioelektrische Wesen. Alles in unserem Körperstoffwechsel sind elektrische Ladungsverschiebungen. Die einzigen Elemente im Periodensystem der Elemente, die mit nichts elektrisch reagieren können, sind die Edelgase. Und die könnte kein Lebewesen als Nährstoff verwenden, weil sie eben mit nichts reagieren. Alles andere, was Stoffwechsel ist und sich daran beteiligt, ist alles Elektrizität. Aber es gibt eben zwei entscheidende Unterschiede zwischen Sonnenlicht im Erdmagnetfeld, barfuß auf Gras gehen, diesen ganzen elektrischen Einflüssen, ja, und technischer Elektrizität. Der erste Unterschied ist die Stärke. Auf unserer Haut haben wir 1 Millivolt Spannung. Auf einem Akupunkturpunkt sind es 5 Millivolt. Die Steckdose liefert uns 220 Volt.
in einem Umschlagewerk sind 400 Kilovolt genutzt. Du kannst einen anderen Menschen anfassen, aber nicht in die Steckdose greifen. Ja. Also es ist einmal die Stärke. Als im 19. Jahrhundert technische Elektrizität neu war, da hat man ja auch Elektrotherapie entwickelt und mit großem Erfolg eingesetzt. Duchenne de Boulogne, das war ein sehr bekannter französischer Arzt, der hat mit hohem Erfolg Schwerhörige mit Strom behandelt. Was man damals eben auch festgestellt hat, war, die Strommengen, die biologisch nützlich sind, die sind im Milliampere-Bereich, im Millivolt-Bereich. Die sind ganz, ganz, ganz schwach. Das Gleiche hat man bei Pflanzen gesehen. Jagadish Chandra Bose, großer Biologe und Physiker, der hat als erster das Radio erfunden, vor Marconi, sich dann aber der Pflanzenforschung zugewandt. Der hat gesehen, man kann mit ganz schwachen Strömen Pflanzenwachstum fördern, Pflanzen gesünder machen. Sobald es ein bisschen zu stark wird, und auch da sind wir noch im Milliampere-Bereich, schadet es den Pflanzen. Mhm. Also wir haben einmal bei technischer Elektrizität diese extreme Quantität. Mhm. Wir haben ein natürliches Hintergrundrauschen vom Kosmos auf 2,5 Gigahertz der Frequenz eines 4G-Handys. Wenn ich aber ein 4G-Handy habe und das ist ein Meter nur von meinem Körper entfernt, dann ist die Menge, von was das Handy ausstrahlt auf 2,5 Gigahertz, 1,8 Milliarden Mal so viel wie das Hintergrundrauschen. Und wir sind natürlich für diese natürlichen Mengen gemacht. Ja? Mhm. Wir sind ja auch für eine bestimmte Temperatur gemacht. Wir brauchen Wärme. Aber Elektrosmog, das ist sowas wie ein paar Millionen Grad. Mhm. Ja? Das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, die meiste technische Elektrizität kommt aus Wechselstrom. Und den gibt es in der Natur gar nicht. Wir haben im Körper überall Strom, aber immer in Form von Gleichstrom. Das heißt, die Pole unseres Körpers bleiben gleich. Also wir haben zum Beispiel eine Polarität zwischen Zellmembran und Zellkern. Die ist konstant. Wir haben viele solche Polaritäten. Und Wechsel sind nicht vorgesehen. Und nun haben wir Wechselstrom, bei dem die Pole wechseln. Ja, 60 mal pro, haben wir die 60 Hertz, ne? 60 mal pro Sekunde wechseln die Pole. Dafür sind wir nicht gemacht. Und eine Abstrahlung elektromagnetischer Wellen, die von Wechselstrom kommt, induziert diese Irritation im Körper. Das heißt, die Pole des Körpers wechseln zwar nicht wirklich, das können sie nicht, aber sie werden instabil. Hm. Und ein Beispiel, wozu das zellulär führt. In unserem Körper gibt es eine Regulation. Was kommt in die Zelle, was bleibt draußen? Dafür gibt es Ionenkanäle. Wie das Wort Ionenkanal sagt, ne, durch elektrische Ladungen, durch Ionen, elektrisch geladene Moleküle, werden die gesteuert. Die werden aber, wenn jetzt stärkere technische elektromagnetische Strahlung auf die Zellen einwirkt, geöffnet, unkontrollierbar. Und dann strömen Ionen rein in die Zelle, die da nicht hingehören, vor allem Calcium. Calcium sollte nie in riesigen Mengen in die Zelle einströmen. Das passiert manchmal zum Beispiel, wenn Menschen unter emotionalem Schock stehen. Dann öffnen sich auch die Calcium-Ionen-Kanäle. Und wie wir wissen, sind emotionale Schocks nicht sehr gut für uns. Auch gesundheitlich, körperlich. Mhm. Und das passiert eben auch durch ein Handy, durch einen WLAN-Router, durch die allgemeine Elektrosmog-Belastung, die ständig auf uns eindrückt. Diese Ionenkanäle öffnen sich. Und wenn das passiert, dann entstehen als Folge davon in der Zelle unglaubliche Mengen an freien Radikalen. Die können wir kompensieren. Nur es kostet uns ganz wichtige Enzyme, die eigentlich dafür da sind, dass wir uns regenerieren, dass wir unsere DNA regenerieren, dass wir unsere Zellmembran regenerieren und dass wir unsere Mitochondrien regenerieren. Und diese drei extrem wichtigen Bereiche von Regeneration werden im Laufe der Zeit ausgehöhlt durch diese Belastung. Und es ist exakt das Gleiche, was auch passiert durch Radioaktivität. Mhm. Man hat früher immer gesagt, ja, Radioaktivität, okay, das ist gefährlich, weil es sogenannte ionisierende Strahlung ist. Es ist also eine Strahlung, die ist energiereich genug, dass man damit aus Molekülen freie Radikale machen kann im Reagenzglas.
Und dann wurde immer gesagt, naja, das passiert ja bei elektromagnetischer Strahlung unterhalb dieser Frequenzen nicht. Und im Labor ist das auch richtig. Also mit dem Handy kann ich jetzt nicht in einem Reagenzglas große Mengen freie Radikale erzeugen, außer ich lasse es sehr lange einwirken. Da braucht man schon Röntgenstrahlen oder irgendwas mit höheren Frequenzen. Röntgen bis Gamma, das ist ja so radioaktiv. Aber mein Körper ist keine Nährlösung im Reagenzglas. Mein Körper hat Zellen. Und bei Zellen ist aufgrund dieser Wirkung auf diese Kanäle das Ergebnis das gleiche. Und deswegen kann man heute biologisch keinen Unterschied mehr machen zwischen Handystrahlung, Routerstrahlung und einer radioaktiven Einwirkung. Es hat die gleiche Auswirkung, dass langfristig die wichtigsten Regenerationsfunktionen der Zelle ausgehöhlt werden, weil sie dauernd eingesetzt werden müssen. Diese Enzyme müssen dauernd eingesetzt werden, um die Schäden durch Elektrosmog zu neutralisieren. Ansonsten würden wir ganz schnell daran sterben. Tun wir nicht, völlig klar, aber wir zahlen hohen Preis dafür. Und wo wir gerade noch bei diesem Thema sind mit dem Sterben und so, möchte ich einen Punkt noch erwähnen, denn der ist wichtig zu verstehen. Es wird ja häufig auch gesagt, ja, aber guck mal, die Leute werden doch heute immer älter. Das heißt doch, sie sind gesünder. Nö, das ist eine unsinnige Idee. Es gibt natürlich Faktoren, die der Gesundheit schaden, die die Lebensspanne verkürzen. Aber eine einseitige Korrelation, älter gleich gesünder, ist kompletter Unfug. Und es gibt Faktoren, die machen krank und verlängern das Leben. Mhm. Das sind zum Beispiel Radioaktivität und Elektrosmog. Es gibt über 300 langfristige Tierversuchsstudien, die Folgendes zeigen. Wenn du irgendein Tier nimmst, ich bin gegen Tierversuche, ich finde es schrecklich, dass sie gemacht werden, aber gut, sie sind gemacht worden, also na, können wir aus den Ergebnissen auch Schlussfolgerungen ziehen. Wenn du Ratten nimmst und du hast bei zwei Gruppen identische Lebensbedingungen mit einem Unterschied, die eine Gruppe wird bestrahlt, die andere nicht. Und da kannst du jetzt Röntgenstrahlen nehmen, da kannst du einen niedrigdosierten Gammastrahl nehmen oder da kannst du einen WLAN-Router nehmen, ist völlig egal. Elektrosmog, Radioaktivität, eine Gruppe wird bestrahlt, von Geburt an, die anderen nicht. Die Ratten, die bestrahlt werden, die sind chronisch krank, die haben Autoimmunerkrankungen, die haben entzündliche Erkrankungen, die haben alles Mögliche, aber sie leben 10-30% länger. Mhm. Und das ist doch genau die Situation, die wir heute haben. Die Leute werden älter als früher und alle werden im Pflegefall. Mhm, fast ja. Alle, ja, das stimmt. Du hast das so ein Repertoire an Beispielen. Ich finde das total spannend. Ich würde jetzt nochmal auf jeden Fall den Fokus lenken wollen auf die Möglichkeiten, ja, die du auch den Menschen bietest, weil ich glaube, alle, die da jetzt tiefer einsteigen wollen, die finden bei dir auf der Webseite auch sicherlich noch mehr Informationen und Angebote. Ja. Was rätst du jemandem, der zu dir kommt und sagt, und der hat nicht den WLAN-Router in seinem Schlafzimmer stehen, ich kann nicht mehr schlafen oder mein Herz rast dauernd oder da sind ja die verschiedensten Symptome, treten da ja auf. Habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Was rätst du jemand oder wie gehst du davor? Mhm, ja. Gut, also zum einen erzähle ich den Leuten erstmal einiges von dem, was ich jetzt schon erzählt habe, auch wie ich Elektrosensibilität sehe, um den Menschen einfach Unterstützung dafür zu geben. Mhm. Sie sind nicht krank, ja, und sie tragen nicht irgendeinen Defekt in sich. Ich finde das schon mal wichtig. Das ja. wird die Sensibilität nicht beseitigen, aber einfach für die psychologische Gesundheit, ja, ist das ein wichtiger Punkt. Und dann habe ich in den letzten Jahren tatsächlich eine Lösung entwickelt für Elektrosmog, von der ich heute sagen kann, sie funktioniert besser, als ich erhofft habe. Ach, ich habe 1994 begonnen, die Möglichkeiten zu untersuchen, ob man Elektrosmog neutralisieren kann. Ich erkannte damals einen sehr genialen Ingenieur in den USA, der Produkte entwickelt hat, die sich sehr positiv generell auf die Gesundheit des Körpers ausgewirkt haben. Also mit diesen Produkten hatten wir tolle Erfolge bei Schmerzen, bei Bandscheibenvorfällen, die sich von alleine korrigiert haben unter Einwirkung dieser Produkte.
Es gab so witzige Untersuchungen wie, dass die Lebensspanne von Fruchtfliegen hat sich verdoppelt, wenn die Schale, in der sie ausgebrütet wurden, auf so einem Produkt lag. Also tolle Effekte. Aber er hat diese Produkte auch empfohlen gegen Elektrosmog. Das war nun 94 vor dem Mobilfunkzeitalter, aber es gab ja schon auch damals das Thema. Und da habe ich dann aber festgestellt, sie funktionieren nicht. Und ich habe das dann auch mitbekommen von Ärzten, Umweltmedizinern, die also mit Elektrosmog-sensiblen, Elektrosmog-betroffenen Menschen konkret arbeiten. Umweltmediziner haben ja ein großes Wissen über diese Themen. Und die haben gesagt, pass auf, eure Produkte sind toll für ABC, aber bei Elektrosmog sehen wir die Wirkung nicht und haben das getestet. So, nun war es so, diese Produkte haben ein Wirkungsprinzip gehabt, wie ganz vieles, was es da heute auf dem Markt gibt. Es war die Idee, naja, wir haben ein positives Energiefeld, ein gutes Energiefeld, ein harmonisches Energiefeld. Und das, was ja, was Wasser beleben kann, na, Wasser strukturieren kann, was am Körper gut wirken kann, das neutralisiert dann auch Elektrosmog. Und ich habe in der Zeit seitdem hunderte solcher Produkte untersucht, also eben auch in Zusammenarbeit mit Umweltmedizinern, mit Leuten, die sehr gründliche und seriöse Diagnostik machen und zu 100% festgestellt, leider funktioniert das Prinzip nicht. Mhm. Man kann mit harmonischen Energien Elektrosmog nicht neutralisieren, aus einem einfachen Grund. Harmonische Energien oder einfach heilsam wirkende Energien wirken auf den menschlichen Körper, weil der Körper sich heilen will. Wir heilen uns ja ständig. Wir reparieren uns ja, während wir hier sprechen, laufen ja unzählige Reparaturprozesse in unseren Körpern ab. Oder man kann auch Wasser beleben damit, weil Wasser auch nach Ordnung strebt. Mhm. Und jedes Wassermolekül war auch schon mal artesisches Quellwasser in einem tollen Zustand und hat ja auch ein Gedächtnis, erinnert sich ja daran. Und wenn du dann Wasser oder einem lebenden Körper was anbietest, was harmonisierend oder heilend wirkt, dann nehmen diese Systeme das gerne an. Wir können ja auch mit Homöopathie, wenn sie gut ausgewählt wird, mit so einem ganz kleinen Hauch nur von Energie ganz ja. viel im Körper bewirken. Mhm. Aber du kannst mit Homöopathie nicht dein kaputtes Auto reparieren, weil dein Auto nicht weiß, dass es kaputt ist und weil es keine Selbstheilungskräfte hat. Man kann Technik und Leben hier nicht gleichsetzen. Dein Handy wird auf ein harmonisches Energiefeld nicht reagieren, weil es dafür keinen Mechanismus hat. Ja? Der WLAN-Router, der wird nicht freundlicher strahlen, weil ich die Blume des Lebens draufklebe oder schöne Kristalle davor setze, weil der WLAN-Router eine, man kann sagen, Parallelexistenz führt zum mhm. Leben. Mhm. Es ist vom Leben entkoppelt. Es ist nie ins Leben eingebunden gewesen. Und deswegen sind einige Prinzipien, die am Lebewesen wunderbar wirken, hier wirkungslos. Und deswegen kam ich eben zu dem Schluss, wir brauchen ein völlig anderes Wirkungsprinzip. Wir können das nicht mit heiliger Geometrie und mit Kristallen und mit Heilwasser und mit harmonischen Schwingungen machen. All diese Dinge haben ihren Platz, aber für andere Anwendungen. Nun gibt es ein solches Wirkungsprinzip, das in der Astrophysik sehr schön verdeutlicht wird durch die wichtige Funktion von schwarzen Löchern. Schwarze Löcher sind nicht einfach diese alles verschlingende Monster, wie sie früher mal gesehen wurden. Schwarze Löcher sind absolut notwendig für den Fortbestand von Galaxien, weil sie Dinge auflösen, wie Sterne, die langsam so ihr Leben aushauchen und dadurch neue generieren. Eine Galaxie ohne schwarze Löcher stirbt, weil sie keine neuen Sterne generiert. Was sind nun schwarze Löcher? Schwarze Löcher sind komprimierte oder besonders wirksame dunkle Energie. Jetzt bei dem Begriff dunkel, da kriegen wir ja leicht so ein ungutes Gefühl. Ja. Ja. Dazu empfehle ich einen Clip. Ich habe den in einem der Artikel auf meiner Website von Muhammad Ali, der auf seine einmalige humorvolle Art mal sehr schön aufzeigt, ne, wie diese Assoziation mit alles Böse ist schwarz, wie das so bei uns ja verbreitet ist, aber das ist natürlich kompletter Blödsinn. Und in alten Traditionen war das auch anders. Ne?
In den Veden, in der Yoga-Tradition, im Taoismus, da gibt es die nährende Dunkelheit, da gibt es die transformierende Dunkelheit. Dunkelheit innerhalb der Dunkelheit ist das Tor zu aller Transformation, steht im Tao Te Ching zum Beispiel. Aber wir haben da so einen Vorteil. Mit dunkler Energie ist nichts Böses gemeint. Dunkle Energie ist dieser Begriff in der Astrophysik, den gibt es in der alten vedischen Naturwissenschaft auch schon seit sehr langer Zeit. Wir können sie nicht sehen, deswegen nennt man sie dunkel. Aber sie ist die Grundlage unseres Universums. Die moderne Physik sagt, dunkle Energie war da vor dem Urknall und macht unsere Materie erst möglich. So, und dunkle Energie hat ein Potenzial zur Transformation von Materie und Energiewellen in unserem bekannten Universum. Das ist unerschöpflich. Also etwas, was einen Stern verschlucken kann, wie ein schwarzes Loch. Ja, das wäre mit Energien, die wir kennen, nicht möglich. Der Energieverbrauch wäre nicht machbar. Aber dunkle Energie ist anders, weil sie nicht auf die Weise Energie verbraucht, wie wir das kennen in unserer Welt. Okay, ich habe einen Weg gefunden, wie man Elektrosmog mit dunkler Energie verbindet. Und was dann passiert, ist Folgendes. Alle Wellen, alle Energiewellen und alle Materieteilchen, dein Körper, mein Körper, alles, existiert ja immer mit Pausen. Das war die große Entdeckung von Max Planck, dem Quantenphysiker. Ne? Die Planck-Zeit beschreibt das kürzeste Zeitintervall, in dem etwas existiert und dann macht es wieder eine Pause. Mhm. In der Physik sagt man, das kürzeste Zeitintervall, in dem die physikalischen Gesetze gültig sind. Ja, und in der übrigen Zeit, da sind sie nicht gültig, weil nichts da ist. Mhm. Also während wir hier reden, machen wir als Menschen eigentlich permanent Pausen von der Existenz. Das passiert nur in der Geschwindigkeit, dass wir es nicht mitkriegen. Abgesehen davon, dass wir es nicht mitkriegen, weil wir in den Pausen nicht da sind, um was mitzukriegen. Aber das Zeitquantum, das ist unvorstellbar klein. Okay. 5,39 mal 10 hoch 44 Mal pro Sekunde. Also es gibt gar keine Zahl dafür, glaube ich. Aber es passiert, das ist eine physikalische Tatsache. So. Und ich habe einen Weg gefunden, wie man elektromagnetische Wellen in diesen Momenten, in denen sie nicht da sind, wie man sie da nicht einfach nur in dieses Nichts führt, in diesen Nullpunktzustand, sondern in dunkle Energie. Und wenn sie von da zurückkommen, dann verhalten sie sich, als wären sie Teil des Lebensprozesses. Da dunkle Energie die Basis unseres physikalischen Universums ist, und das ist in der Physik inzwischen unstrittig, ja, das wird ganz klar so gesehen, ist etwas, was aus dunkler Energie hervorgeht, jetzt eingebunden in die Wirkungsprinzipien der Natur und wirkt damit nicht nur unschädlich, es wirkt positiv. Also ein Beispiel. Ja. Es gab eine Untersuchung an einem Institut in Freiburg, das Recon-Institut, die machen medizinische Stressforschung, Placebo kontrolliert und nach strengen wissenschaftlichen Kriterien. Ne? Und da wurde ein Proband genommen, der setzt sich hin, da wird ein Handy am Ohr platziert, es wird kein Gespräch gemacht, weil man Stressparameter untersucht und ein Gesprächsinhalt könnte ja angenehm oder unangenehm sein und das beeinflusst. Man will nur sehen, was macht die EMF. Belastung eines Handys in 15 Minuten, in der Entfernung am Ohr, die einem Gespräch entspricht. Und dann nimmt man eben die HRV-Werte, also Herzrhythmusvariabilität und Speichelcortisol, zwei ganz wichtige Indikatoren für Stress. Und dann sieht man 15 Minuten Handy, das wirkt ziemlich katastrophal. Die Herzrhythmusvariabilität hat hinterher einen ganz schlechten Wert. Speichelcortisol schießt in die Höhe. Und wenn wir jetzt einen Blackstone, so heißen diese Produkte, eine Blackstone-Chip an diesem Handy anbringen. Und wir haben den Ausgangswert. Wie ist das Stressniveau dieses Menschen vorher? Und dann hat er 15 Minuten das Handy. Dann ist er nach 15 Minuten viel entspannter als vorher. Die Stresswerte verbessern sich. Sie verschlechtern sich nicht nur nicht, sie werden besser. Sie werden so viel besser,
dass es dem entspricht, was jemand erlebt, der in den 15 Minuten ein richtig wirksames Entspannungsverfahren ausübt. Wow. Richtig gute Atemübungen, autogenes Training, eine Meditationstechnik. Das heißt, das, was vorher schädlich war, wird jetzt nützlich, einfach deswegen, weil nun der Ursprung der elektromagnetischen Wellen beim Handy, beim Router etc. nicht mehr die technische Erzeugung und Modulation ist. Die existiert natürlich weiter. Aber der Wirkungsursprung ist jetzt dunkle Energie. Und dunkle Energie ist der Wirkungsursprung von allem im physikalischen Universum, damit auch der Wirkungsursprung aller sogenannten Naturgesetze und Naturprinzipien. Wir haben das auch überprüft mit Blutuntersuchungen. Wenn du also ein Blutbild nimmst von einem Menschen und du lässt ihn dann 12 Minuten im Handy telefonieren, dann sieht das Blut hinterher gruselig aus im Vergleich zum Ausgangsblut. Und wenn wir jetzt am Telefon so einen Blackstone-Chip haben, dann wird das Blut noch besser im Vergleich zum Vorher. Und langfristig haben wir dann gesehen, wenn die Leute mehrere dieser Produkte in Kombination verwenden und damit rundum ziemlich gut Elektrosmog umwandeln können, dann verbessern sich eben auch langfristig Sachen in ihrem Blut. Leberbelastungen gehen zurück, Autoimmunbelastungen gehen zurück, Parameter, die auf Verdauungsprobleme hinweisen, gehen zurück. Und somit haben wir mit dieser Blackstone-Technologie, Blackstone Protection, eine reale Möglichkeit, einen schädlichen Faktor in etwas Nützliches umzuwandeln. Das ist im Grunde genommen ein altes Prinzip. Das ist etwas, was wir in alten spirituellen Traditionen finden. Also die Möglichkeit, aus Dingen, die Belastungen darstellen, damals hatte man andere natürlich, aber es ist grundsätzlich die gleiche Idee, Dingen, die belastend sein können, umzuwandeln in etwas, was deine Lebensenergie stärkt und ihr nützt und sie fördert. Deswegen ja auch dieses alte Prinzip, den unangenehmen Dingen des Lebens eben nicht auszuweichen, sondern dann mit Achtsamkeit, mit wirklicher Präsenz im Bewusstsein, sich ihnen zu stellen. Weil sie so etwas werden können, was uns stärkt. Ja, das kann man auf so viele Dinge beziehen, die unser Leben betreffen. Bei Elektrosmog sind wir nur einfach in der Situation, dass man das nicht einfach nur mit Präsenz machen kann, weil wir keine Pausen mehr davon haben. Mhm. Und nachts, wenn das Zeug auf mich einwirkt, kann ich auch gar nicht präsent sein, da schlafe ich. Ja. Insofern, wenn es jetzt so wäre, dass Elektrosmog was wäre, das wirkt eine Stunde am Tag, dann würde ich auch sagen, ja, brauchen wir da eine Technologie vielleicht nicht. Vielleicht würde es dann reichen, dass man mit einer inneren Einstellung und mit einer guten Praxis der Stärkung der Lebensenergie sich dem stellt. Und dann könnte das gehen. Nur mit 24 Stunden am Tag sehe ich es heute so. Heute brauchen wir eine technologische Lösung. Ne? Und Blackstone Protection ist wissenschaftlich nachgewiesen wirksam über das Maß des Neutralisierens hinaus. Und das andere ganz wichtige Kriterium, als ich diese Technologie entwickelt habe, aufgrund dieser Hunderten von Produkten, die ich angeschaut habe, die nicht gewirkt haben, war ich eigentlich relativ pessimistisch, muss ich sagen. Ich habe gedacht, na, hoffentlich bringt es ein bisschen was. Und der Erste, der es getestet hat, war ein Experte für Dunkelfeldblutanalysen, wobei man sagen muss, na, es gibt viel unseriöse Dunkelfeldmikroskopie, aber er macht es eben wirklich seriös. Und er hat mir auch von Anfang an gesagt, pass auf, ich glaube nicht, dass es funktioniert, was du da machst. Der hat nämlich auch schon viel getestet mit Elektrosmog und gesehen, sorry Leute, es funktioniert nicht, auch wenn die Hersteller von den Produkten selber dann mit irgendwelchen Dunkelfeldbildern geworben haben, die aber nicht richtig gemacht worden sind. Naja, und er hat dann auch festgestellt, gleich von Anfang an, diese Technologie, die wirkt nicht nur, sie macht Elektrosmog zu was Nützlichem. Mhm. Das Blut wird besser mit dem Handy. Man muss es nicht mehr ausschalten, man muss es nicht in Flugmodus stellen. Man kann mit den Dingen unter dem Kopfkissen schlafen. Es ist unglaublich, es wird besser. Und ich war selber sehr überrascht davon, das muss ich sagen. Aber jetzt nach mehreren Jahren kann ich das sagen? Und das ganz wichtige Kriterium war für mich, es muss für elektrosensible Menschen wirken. Mhm. Denn elektrosensible Menschen sind häufig diejenigen, die haben schon ein paar tausend Euro ausgegeben
für irgendwelche Aufkleber fürs Handy und irgendwelche Dinger, die sie sich ins Haus stellen und dieses Abschirmgerät und jener Transformator. Und naja, es hat eben ihre Probleme nicht gelöst. Und deswegen habe ich also ganz großen Wert darauf gelegt, wenn ich das Elektrosensibling gebe, was sagen die mir? Denn diese Leute, das ist unbestechlich. Bei elektrosensiblen Menschen, da wirkt nichts, da wirkt Placebo mal sowieso nicht. Ja, der wirkt auch bei anderen Leuten nicht, bei Elektrosmog. Aber dann muss es eben wirklich den Elektrosmog umwandeln. Und siehe da, diese Leute haben keine Probleme mehr mit den Dexton-Produkten. Ich habe das bei diversen Menschen erlebt mit großer Elektrosensibilität, für die eine 10-minütige Autofahrt schon eine Tortur war. Ja, oder solche Menschen wie Elan Stefani, die generell sehr feinfühlig ist, stark elektrosensibel war und wirklich darunter gelitten hat. Und als sie diesen Blackstone-Chip für ihr Handy hatte, da hat sie dann zum ersten Mal sich disziplinieren müssen, nicht so lange am Handy rumzuhängen. Davor war es kein Problem. Davor hat sie so schnell Symptome davon bekommen, dass sie es nur minimal genutzt hat. Ja. Und natürlich ist Blackstone jetzt kein Freibrief dafür, endlos an digitalen Geräten rumzuhängen. Das tut aus anderen Gründen nicht gut, auch ohne Elektrosmog. Die Reizüberflutung und das viele nah gucken und so weiter. Na, also bitte nutzt das nicht auf diese Weise. Aber es ist eben so, elektrosensible Menschen haben ein anderes Leben damit. Ich habe einen Klienten, der aufgrund von einer ganz schweren Neuropathie, die er vor einigen Jahren hatte, nicht auf einem Bein stehen kann. Mhm. Er kann aber, wenn er sein Handy mit dem Blackstone-Chip hat, auf einem Bein stehen. Das ist ja irre. Ja. Das ist ja wirklich total spannend. Ja. Also ich habe auch das Interview mit der Ilan ja gehört und fand es auch ganz faszinierend, wie sie das beschrieben hat, weil tatsächlich sie einen richtig extremen Leidensweg auch hatte. Und wo sie gesagt hat, es hilft ihr. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ging es, dieser Stein auch auf Shungit beruht. Ja, ja, das ist auch mit da drin. Also Shungit ist das Material für Blackstone. Shungit hat eben eine Besonderheit. Es ist die einzige Substanz, die bekannt ist, deren Molekularstruktur das hat, was man Vektorgleichgewicht nennt. Das bedeutet, der Druck in alle Richtungen ist exakt identisch. Ist also wirklich einzigartig und offenbar ist dieses Vektorgleichgewicht der Grund dafür, dass Shungit schon von Natur aus einen kleinen Zugang zu dunkler Energie hat. Deswegen kann Shungit manche Dinge, die kann kein anderes Material. Also ein Beispiel ist, wenn man in einer wässrigen Lösung freie Radikale produziert, das kann man ja mit elektronischen Mitteln, dann kann man Shungit da reingeben. Und der neutralisiert diese freien Radikale unerschöpflich. Also nicht wie ein Antioxidant, der ein freies Radikal neutralisiert und sich dabei aber verbraucht. Shungit ist ein unerschöpflicher Antioxidant. Das ist nur möglich, indem Shungit neue Elektronen produziert. Oder was heißt produziert? Sie aus Antimaterie rüberholt, in die Materie aus Positronen Elektronen macht. Das kann aber nur dunkle Energie. Es gibt kein anderes Wirkungsprinzip, was das ermöglicht. Ich habe am Anfang geglaubt, vielleicht kann ich ja mit Shungit Elektrosmog neutralisieren. Und vor 30 Jahren wäre das noch gegangen bei den Mengen Elektrosmog, die wir damals hatten, bei den Frequenzen auch. Nur heute, gerade auch mit den Frequenzerhöhungen von 5G, bräuchten wir Mengen von Shungit, die sind nicht mehr realistisch. Ich kann ja schlecht 500 Gramm Shungit auf mein Handy kleistern. Ja. Es wäre also so nicht umsetzbar. Nun habe ich schon vor vielen Jahren ein physikalisches Verfahren entwickelt, was Materialien so verändert, dass ihre Eigenschaften, die sie bereits haben, massiv verstärkt werden. Ich habe das mit Kräutern gemacht, bei der Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln. Also wenn ich Kurkuma habe, Kurkumin hat eine antientzündliche Wirkung, und ich unterziehe Kurkuma diesem Verfahren, dann ist die Wirkung viel stärker und dann brauche ich eine kleinere Dosis. Ja. Mhm. In einem molekularen Bereich, wo es jetzt nicht um so komplexe Sachen geht wie Nährstoff, sondern wirklich nur was Einzelnes wie eine Kohlenstoffstruktur beim Shungit, ist diese Wirkung von dem Verfahren noch viel stärker. Und ich kann also Shungit durch dieses Verfahren in der Fähigkeit, dunkle Energie, sagen wir mal, anzuzapfen, wirksam zu machen, nochmal massiv verstärken.
Und das Ergebnis davon sind diese Blackstone Protection Produkte. Das ist also physikalisch optimierter schon Git. Und weil diese Frage immer kommt, es gleich vorwegzunehmen, diese Wirkung verliert der Shungit nie. Das heißt, da entlädt sich nichts, das wird nicht schwächer, das muss man nicht energetisch reinigen oder irgendwas. Dieses Optimierungsverfahren ist ein strukturelles Verfahren und dieser strukturelle Effekt bleibt erhalten. Und diese Blackstone Protection Produkte, die beruhen auf diesem großartigen Geschenk der Natur in Form von Shungit, einfach noch mit dieser Wirkungsverstärkung für die heutige Zeit. Und damit brauchen wir Mengen, die sind realistisch machbar. Das kann man in sein Lebensumfeld integrieren. Und wer sich dafür interessiert, also da wären zwei Dinge. Zum einen auf meiner Homepage, unter meinem Namen Christian Dittrich Opitz, christian-dittrich-opitz.de. Da findet man sehr viele Artikel unter der Rubrik Elektrosmog und 5G. Und es lohnt sich, sich Zeit zu nehmen. Ich habe wirklich viel geschrieben, weil es viele Facetten des Themas gibt, von Grundlagen und medizinische und physikalische Aspekte bis hin eben zu spezifischen, konkreten Themen. Und da wird man einen Hintergrund und einen Überblick kriegen. Da sind auch diverse dieser Produkte beschrieben und was ist warum sinnvoll, in welchem Ausmaß. Auf der Homepage von Amrita, Amrita, amrita.de. Ich schreibe das auf jeden Fall in die Shownote rein. Da kann dann jeder draufklicken und kommt da. Also da gibt es dann die Produkte selber. Und da gibt es halt eine ganze Menge. Und wenn jetzt die Frage ist, ja, brauche ich das jetzt alles oder reicht nicht ein einziges oder was soll ich denn jetzt machen so, mit diesen Produkten, würde ich sagen, zunächst mal, jedes Blackstone-Produkt hat eine große Wirkung und jedes lohnt sich. Und insofern, wenn ich erstmal nur eins nehmen kann, super, dann habe ich schon viel gewonnen. Also ich würde das immer so betonen, nutzt das, was geht, ja, was vom Budget, vom Geld ausgeben, was weiß ich, eben im Moment gut möglich ist. Und das hat schon mal eine richtig positive Wirkung. Und das Wichtigste für den Anfang wären die stärksten Strahlenquellen im direkten Lebensumfeld. Und das sind natürlich Handy, WLAN-Router, eventuell, falls man ein Schnurlos-Telefon hat, ein DCT-Telefon, DCT-Telefon. Also das ist auch eine ganz starke Strahlenquelle, ne, wenn man sowas noch hat. Und falls man Smart Meter hat, auch eine sehr krasse Strahlenquelle. Wie heißt das? Ein Smart Meter. Na, diese modernen Geräte da für die Steuerung von im Haus, in der Heizung, was weiß ich. Ach so, okay. Mhm. Zum Glück haben das ja noch nicht so viele Leute. Aber wer das zu Hause hat, wenn das in der eigenen Wohnung ist, also wo man irgendwie innerhalb von 4 Metern davon sich bewegt oder aufhält, dann wäre das auch ganz wichtig. So, also Handy, Router, Computer, natürlich PC hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Das ist mal das Wichtigste. Es gibt viele andere Strahlenquellen im Haus, aber das sind die stärksten. Und wenn die sich schon mal umwandeln in etwas, was nützlich ist. Das ist Wahnsinn, ja. Na? Ich war ja auch schon bei dir auf der Webseite. Super viele zusätzliche Informationen. Es ist ein Thema, zu dem auch eine ganze Menge Informationen gehört. Aufgrund einfach der hohen Wirksamkeit auf unser Leben und dadurch, dass es einfach so wenig noch thematisiert wird. Oder wenn es thematisiert wird, oft nur unter ein paar ganz wenigen Gesichtspunkten, ist mir das ein Anliegen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch sagen, lasst euch jetzt bitte nicht überwältigen von dem Vielen. Nehmt euch Zeit, ne, mit diesen Artikeln auf meiner Homepage. Kann man sich ruhig Zeit nehmen, die langsam zu lesen. Und was das auch bewirken soll, ein Grund, warum ich so viel darüber sage und viel darüber schreibe, ist der, neben dem Erfahren von Fakten, die für unsere Gesundheit relevant sind, kann es auch unser Verstehen von Lebensprozessen fördern. Ja. Und eben auch davon, wie unfassbar intelligent Leben ist, diese ganze bioelektrische Organisation von Lebensprozessen. Das ist ein so schönes Wunderwerk der Natur. Und ich hoffe sehr, dass die Beschäftigung mit Faktoren, die dieses Wunderwerk stören,
dass die mehr dazu führt, dass wir wieder mit diesem Wunder in Berührung kommen, weil wir für die schädlichen Faktoren halt Lösungen haben. Und dann müssen sie uns nicht mehr so exzessiv beschäftigen. Und dann kann der Fokus zurückgehen zu dem, dass unsere Körper und das Gesamtkunstwerk des Lebens, dass das genial ist und gütig, ja, von einer gütigen Weisheit durchdrungen. Also verliert das bitte nicht aus dem Auge, denn ja, es gibt so diese beiden Extreme, die beide nicht gut tun. Das eine ist, solche Sachen zu ignorieren und so zu tun, als wäre das alles egal und nicht schädlich und 5G ist einfach nur Fortschritt und toll und was weiß ich. Das tut nicht gut, denn dann zahlen wir immer irgendwann einen Preis. Das haben wir bei genügend Erfindungen gesehen. Als die große Kunststoffrevolution in den 40er Jahren kam, hat auch niemand daran gedacht, dass irgendwann die Meere voller Plastik sind. Ja. Ja. Und als die Atomkraft eingeführt wurde, gab es einen Disney-Film für Kinder, der eine Welt gezeigt hat, dass im Jahr 2000 alle Menschen glücklich sind, weil jedes Dorf einen Atomreaktor hat. Und diese Ignoranz hat nicht gut getan und heute haben wir den Salat. Das müssen wir nicht unbedingt wiederholen. Auf der anderen Seite, die Menschen, die dann sich sensibilisieren für diese Themen und sich damit beschäftigen, können manchmal auch so ein bisschen ertrinken in der Flut von schlechten Nachrichten. Mhm. Das ist nicht das, was uns gesund macht. Wir haben Lösungen, es gibt Lösungen. Das Leben ist unfassbar viel intelligenter als die Dummheit der Menschen. Und wenn man das einfach so auf dem Radarschirm hat, während man sich mit diesen Themen beschäftigt, ja. Dann kann es konstruktiv zu Lösungen beitragen. Wow, danke. Das war auch nochmal ein richtig schönes Abschlusswort. Vielen Dank für dein Know-how, für deine ganzen Ausführungen und ja, Dankeschön. Gerne. Danke für diese Möglichkeit. Ciao. Tschüss. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant sein könnte, der viel mit dem Thema Elektrosensibilität zu tun hat, leite ihn gerne weiter, denn nicht nur diese ganzen Hintergrundinformationen sind so wertvoll, sondern auch das Wissen darum, dass wir mit unserem Fokus darauf und mit diesen Ausweichmanövern, wenn wir unter einer besonders starken Sensibilität leiden, eben auch noch zusätzlich negative Folgen für uns haben. Und dass es immer Möglichkeiten gibt, dem entgegenzuwirken und das Wunderwerk des Lebens, der Natur und auch wir selbst als Wunderwerk uns selbst wieder genießen können mit unserer Sensibilität. Du findest alle Links in den Shownotes und auch einen Rabattcode und die nötigen Informationen dazu. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, der seinem Namen alle Ehre macht. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.